Ein Freudentanz als Willkommensgruß für die russischen Sportler bei ihrer Ankunft am Flughafen in Rio de Janeiro. Während für die einen der Traum von Olympia lebt, traten die nicht zugelassenen daheimgebliebenen russischen Leichtathleten kurzerhand zu aus Protest organisierten Schattenspielen in Moskau an. Die wegen systematischen Dopings ausgeschlossenen Athleten reagierten mit Wut und Trotz. Unser Wille wird nicht gebrochen. Wir werden allen Widrigkeiten trotzen und Ergebnisse zeigen, die die Welt erschüttern. Weil unsere Athleten nicht in Rio de Janeiro dabei sind, haben wir diesen Wettkampf organisiert, damit alle russischen Zuschauer, Verwandte und Freunde unserer Leichtathleten sehen können, wie stark sie sind und um zu zeigen, dass wir den Mut nicht verloren haben und trotz allem antreten. An dem Ersatzwettbewerb nahmen 35 der 67 gesperrten Leichtathleten teil. Die Ergebnisse spielten dabei eine untergeordnete Rolle, vielmehr ging es um Aufmerksamkeit und Machtdemonstration. Aufmerksamkeit wollen auch die in Rio startenden Athleten, allerdings mit positiven Ergebnissen und Schlagzeilen. Was das Doping angeht, können wir sagen, dass heute nur saubere Sportler hier angekommen sind. Das können das IOC und alle Freunde der Olympischen Spiele nur hoffen. Klar ist aber, dass bei den in Rio startenden Russen gewisse Zweifel bleiben.